Jo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 186. Diesmal mit dem Olympus DM670 und ich habe mein zentrales Mikrofon ausgeschaltet, 256 MP3, keine Zoom-Einstellung. Und ja, wie er mit Mikrofon klingt, wisst ihr, glaube ich. Und jetzt wollen wir mal gucken, kann denn der Olympus DM670 mit dem Olympus DM550 mithalten? Also wenn man jetzt bei dem 670 das Mikro weglässt, dann müsste er ja rein theoretisch fast genauso klingen wie der 550. Und das können wir ja mal zusammen herausfinden. Ist das wirklich so oder nicht? Ja, ich finde schon, dass er irgendwie mithalten kann. Natürlich hat der Olympus DM550 einen eigenen Sound, aber vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass man hier ja auch das Center-Mikrofon hat und man schaltet es dann doch eher ein und empfindet dann natürlich, wenn man viel mit dem Center-Mikro macht, dem anderen Sound als, als lasch. Wie auch immer, wir werden einfach mal gucken. Ja, wir machen also wieder einen Dusch-Podcast. Ich schließe jetzt erstmal die Tür, damit mein Kater hier nicht reinkommt. Ja, genau das machen wir. Moment, Tür muss zu sein. Sehr schön. Gut, dann wollen wir nämlich genau das versuchen. Ja, ist der DM 670 klingt ja ähnlich wie der 550, wenn man 670 das zentrale Mikrofon ausmacht. Ja, das stellen wir. Ich denke mal, der Dusch-Podcast ist eine gute Möglichkeit, das zu testen, aber es sind ja die gleichen Bedingungen letztendlich. Er liegt wieder auf dem gleichen Platz und folge ich aufs Klo. Und wir schauen einfach mal, wie er so ist. So. Ob er mithalten kann oder nicht. Ja. Ich bin der Meinung, es klingt schon sehr identisch, wenn auch nicht ganz gleich. Aber das kann auch nur eine persönliche Meinung sein. Allerdings benutze ich ja bei dem DM670 wohl doch eher das zentrale Mikrofon. Aber jetzt mal ohne, wie gesagt. Der Kater will schon wieder rein. Ignorieren wir einfach, denn ich möchte in Ruhe duschen. So. Der kann sich da anstellen, wie er will. Nicht rein. Ja, so ist es nun mal. Kater, also krass wie du bist. Kommst jetzt da nicht rein. So. Und ja.
Blätter, wie gesagt. Mit ausgeschalteten zentralen Mikrofonen. Ein Slam und Bell. Brand. Also Schauer, Schauer, Schauer. Das ist Schauer. Entschuldigung, das ist Schauer. Ja, ich bin Schauer. Schauer. Wenn ich Power, wenn ich Schauer, wenn ich Power. Schön. Ist das fertig? Ich werde jetzt wieder mal einmachen. So. Soll ich ein bisschen mit dem Hügel so. Okay, dann machen wir da. Ja, genau. Wenn ich möchte jetzt nicht erfrischen, also gut, auf einer Hand tun, aber ich möchte auch müde werden. Naja, das ist das Lachen. Soll das hier dann heißen? Ist das alles? Yeah.
Kerze. Wer kannst du machen, was du willst? Ich möchte auch mal seine Ruhe haben. Schön, Mann.
Dusch ist. So. So, dann hole ich mal mein Handtuch hervor. Und dann ganz in Ruhe abgetrocknet. Da trinke ich noch einen Kaffee. Ich weiß nicht, eigentlich, der ist ja nicht so gut, weil ich dann überhaupt nicht schlafen kann. Auf der anderen Seite habe ich Lust auf einen Kaffee. Ja, was macht man da? Ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen öfter zu duschen, weil es ist schon so, dass man sich danach wirklich frischer fühlt. Und ja, ich habe ja die Zeit und von daher so jetzt noch, ja, ein paar Stellen sind natürlich immer noch ein bisschen nass, trocknet von alleine. Letztendlich. Außerdem muss ich mich ja auch nicht anziehen. Das ist ja, ja, also ich ziehe mir bloß eine Unterhose an und dann ist gut. Reicht ja auch. Und ja, so habt ihr mal den direkten Vergleich. Ja, ich kann ja beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt, mal mit dem DM770 ohne zentrales Mikrofon aufnehmen. Und gucken, wie der sich schlägt. Ohne zentrales Mikrofon. Ja, so haben wir wieder etwas, das wir probieren können. Nach und nach. So. Das hätten wir. Jetzt noch die Matte weg. Alles wieder an seinen Platz, so wie es halt sich auch gehört. Ne? Das ist immer wichtig, alles wieder so wegzutun. Und jetzt werden wir uns die Zähne putzen. Ja, und dann habe ich mich sozusagen bettfertig gemacht, letztendlich. So. Genau. Schauen wir, was da haben wir schon mal. Schauen wir das hin. Genau. Und jetzt noch duschen. Duschen. Zähne putzen, nochmal duschen, schon klar. Wir duschen nur noch. Wir beginnen das ganze Leben unter der Dusche zu leben. Wir haben auch mal Experiment. Oh, Alter, jetzt muss ich hin. Thank you.
Wieder das gute alte Wohnzimmer. So, jetzt werde ich natürlich keinen Kaffee trinken, weil wenn ich natürlich wirklich jetzt schlafen möchte, irgendwann, also nicht gleich, aber demnächst, dann möchte man ja auch schlafen. Wenn ich jetzt Kaffee trinken würde, dann hätte ich wieder Koffein in mir und dann hätte das Heißduschen ja nicht, letztendlich gar keinen Effekt. Ne? Deswegen trinke ich jetzt keinen Kaffee. Ich habe mir nämlich ein Video angehört mit also da gibt es wieder von mal von Sonnenseite, diesen Kanal ist wunderbar übrigens. Jetzt beißt mir gerade mein Kater an, das ist nicht toll. Und da hat man so einiges erfahren können über, ja, wann ist kalt sinnvoll, wann ist warm sinnvoll. Und ja, wirklich interessant. Digga, du musst mir nicht im Fuß beißen. So. Dass du mich links nicht so schön, wie du dir das vorstellen kannst. So, vorstellst du mir nicht. Ja, und deswegen, und was haben sie da so gebracht? Also, wenn man sich erfrischen will, logisch ist Kaltduschen natürlich richtig gut. Sie haben auch so Sachen erklärt wie, woher kommt das Glänzen, wenn jetzt Leute kalt duschen und waschen sich die Haare, woher kommt das? Naja, und dann wurde halt erklärt, ja, weil die ganzen Öle lassen sich nicht rauswaschen mit Kaltwasser. Und deswegen hat man dann so einen Glanz und das kräftigt wohl auch das Haar. Ja, das ist so. So.
Ne? Also auch dann, dass es erfrischt und dass man sich wirklich auch wohler fühlt. Aber sie haben halt auch gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel abends, sollte man eher warm duschen, weil... Katze, hör mir mal auf, in den Fuß zu beißen. Dann sag mal, du spinnst ja wohl. Der will spielen, ja, aber Fußbeißen finde ich jetzt nicht so... Ja, ist nicht so mein Lieblingsspiel, muss ich gestehen. Also, aber gut, irgendwie hat er jetzt so ich würde mich mal hinsetzen auf meinen Drehstuhl, auf meinen. Ja, wirklich, also. Ich sitze. Achso. Wir haben ja noch. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich schließe, ja. Ich werde wieder meinen Toplap oder Laptop oder Schlepptop, wie man ihn nennen mag, viele Namen für dieses komische Etwas. Er läuft. Oder vielmehr, er fährt hoch oder er geht an. Ja. Ja, und ja, sollte also, wenn man schlafen geht, sollte man eher warm duschen, weil das einen auch müde macht. Und warm duschen gibt einem ja auch ein Wohlempfinden. Ja, Blackie Rietze wieder. Müsst euch nicht zwei denken, das klingt schlimmer als es ist. Ja, Blackie kann sie nämlich nicht in Ruhe lassen. So. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Ich werde mal genau wie im Bad. Einfach mal die Tür zu machen. Genau. Tschüss, Katzen. So. Bis im Wohnzimmer, bis unsere so eine Zimmertür zugeht. Oder? So, fertig. Jetzt können sie kratzen, wie sie wollen. Die Zimmertür bleibt zu. Jetzt haben wir also Ruhe. Also akustisch wahrscheinlich nicht, aber. Gut, jetzt brauchen wir noch das Kabel. Ach ja, da haben wir es. Genau. Ja, ihr merkt, dass ich jetzt öfter auch mal die Türen zumache. Also gerade wenn ich so eine Sachen hier mache, dann. Früher habe ich den, was heißt Fehler? Ich habe die Katzen halt immer machen lassen letztendlich. Ja, tu mich auch. Aber jetzt finde ich es einfach nochmal ganz gut. Wenn irgendwas mit Technik hier gemacht wird, dann dass man einfach mal die Katzen, die sind ja im Wohnzimmer, ich meine hier im Schlafzimmer, ist sowieso nichts Besonderes, außer vielleicht eine Schale mit Fressen, aber die ist schon alle. Ja. So, jetzt warten wir noch bis Dropbox. Ich weiß, die Katze nachher auch. Ja, ist ja gut. Benachrichtig. Info von 3 Dropbox 124.44912 starten. Genau. Ja. Jetzt braucht er wieder ein bisschen länger mit der Dropbox. Von 3 Dropbox 124.44912 starten. Gut, er hat aktualisiert, dann beende ich jetzt mal den Podcast von Sven Heisenreich, Folge Nummer 186 und ja, mal gucken, ob wir nochmal irgendwann einen Duschpodcast machen, bestimmt, ist einfach mal was anderes, ihr hört dann einfach mal die Atmosphäre, könnt es genießen und ja, und könnt irgendwie rausfinden, ja,
wie so die Aufnahmequalität ist, wenn man Duschen aufnimmt. Ja, dann hört man sich in der Folge 187. Ciao, ciao.